Herzlich willkommen beim ersten digitalen Salon im Jahr 2024. Mein Name ist Luisa, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und ich freue mich, heute einen kleinen Beitrag zum Thema Fahrplan 4.0 und diesem Panel leisten zu können. Im Zentrum steht die Frage, wie können wir als Gesellschaft von autonomer Mobilität profitieren? Meine erste Assoziation beim Thema autonome Mobilität war lange Zeit, vielleicht zu lange Zeit, einfach ein sehr futuristisch anmutendes Automobil, was einen geräumigen Innenraum hat und sehr, sehr luxuriös ausgestattet ist und ja, sehr viel Platz und Freiraum bietet, anderen Tätigkeiten nachzugehen. Zum Beispiel mich in eine Telefonkonferenz einzuwählen oder Sudoku zu lösen, was man halt so macht. Und diese Vorstellung greift natürlich in mehrfacher Hinsicht viel zu kurz, um sich alle Erscheinungsformen von autonomer Mobilität vor Augen zu rufen. Zum einen bedeutet autonome Mobilität natürlich nicht ganz oder gar nicht, sondern es gibt verschiedene Stufen der Automatisierung von Level 0, keinerlei Automatisierung über Level 1 Fahrassistenz bis hin zur Vollautomatisierung. Von daher ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der ein oder andere hier im Raum oder online Zugeschaltete auch schon mal die Fähigkeiten von so einem autonomen Fahrzeug unmittelbar erlebt hat. Außerdem geht es bei der Mobilität ja gerade auch nicht nur um den motorisierten Individualverkehr, über den ja viel gesprochen wird und der viel diskutiert wird, sondern es geht auch um den öffentlichen Personenverkehr und den Güterverkehr, sowohl auf den Straßen als auch auf den Schienen. Und zudem geht es ja auch um öffentliche Dienstleistungen, zum Beispiel die Straßenreinigung oder die Müllabfuhr. Als Juristin fasziniert mich mit Blick auf autonome Mobilität natürlich, wie könnte es anders sein, die Haftungsfrage. Wer trägt die Verantwortung, wenn autonome Fahrzeuge an der Entstehung von Sach- oder sogar Personenschäden beteiligt sind? Da stellt sich dann die Frage nach der Verantwortlichkeit von Herstellern, Geschäftsführern, Ingenieuren, Programmierern und so weiter. Bleiben wir mal beim Unfallgeschehen. Studien zeigen, dass 9 von 10 Unfällen unter Beteiligung menschengesteuerter Kfz auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Andere Studien prognostizieren, dass ein Einsatz von autonomen Fahrzeugen die Verkehrsunfälle in der absoluten Zahl stark reduzieren könnte. Teils um weit mehr als 90%. Gleichzeitig ereignen sich aber auch im Rahmen von Testzulassungen, insbesondere in den USA, immer wieder Abläufe, die uns mit einem Kopfschütteln zurücklassen. Und zwar, weil sich diese Abläufe so unter ausschließlich menschlicher Beteiligung wahrscheinlich nicht zugetragen hätten. Und das ist voraussichtlich auch mitursächlich dafür, dass gerade der deutsche Weg zur autonomen Mobilität sehr stark durch Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Eine Studie der HUK Coburg hat gezeigt, dass 1/3 der Befragten hier im Inland dem Einsatz von autonomen Fahrzeugen, insbesondere Automobilen, sehr skeptisch gegenüberstehen. Viele scheinen eher bereit zu sein, ganz unmittelbare menschliche Fehlbarkeit, zum Beispiel Unachtsamkeit im Verkehr, zu akzeptieren. In Bezug auf nur mittelbar schadensursächliche Fehler, beispielsweise in Gestalt eines Programmierungsfehlers, fällt es uns deutlich schwerer, Akzeptanz aufzubringen. Fest steht, dass Automatisierung nicht nur im Lebensbereich Mobilität dafür sorgt, dass wir Menschen keine klare Antwort auf die Schuldfrage mehr haben und uns nicht mit unmittelbarer Verantwortlichkeitszuweisung zufrieden geben können. Und dieser Umstand bewirkt oder zieht nach sich, dass wir einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess brauchen. Wir müssen als Gesellschaft in den Diskurs treten, wir müssen gemeinsam Erfahrungen sammeln, um für uns als Gesellschaft festzulegen, unter welchen Bedingungen wollen wir eigentlich autonome Mobilität nutzen. Dabei können wir natürlich nicht einseitig nur die Risiken betrachten, sondern müssen uns auch und vor allem mit dem Mehrwert auseinandersetzen. Welche Vorteile verspricht die autonome Mobilität für uns als Gesellschaft? Ich denke da, wie viele andere vermutlich auch, an Verkehrsbetriebe, städtische Müllbetriebe, die wirklich händeringend immer nach Personal suchen. Es wird ein Job-Event nach dem anderen veranstaltet. Und da drängt sich die Frage auf, kann autonome Mobilität in einer Gesellschaft
in der Fachkräftemangel herrscht, auch Abhilfe schaffen. Und vielleicht als Nebeneffekt auch vermeiden, dass wir durch Streiks im Nah- und Fernverkehr geplagt sind. Damit möchte ich allerdings nicht die Berechtigung dieses Streiks absprechen. Und den gesellschaftlichen Nutzen, den wir diskutieren müssen, den können wir sinnvollerweise nicht unabhängig von einer Bestandsaufnahme erörtern. Und zwar müssen wir wissen, wie ist es eigentlich um die technologischen Entwicklungen bestellt? Wie ist die Marktreife von autonomer Mobilität? Womit planen verschiedene Akteure, zum Beispiel aus der staatlichen Sphäre oder auch aus der Wirtschaft? Ich freue mich auf eine spannende Gesprächsrunde, die uns mit neuen Erkenntnissen und zahlreichen Denkanstößen bereichert und übergebe jetzt gerne an Katja. Vielen Dank, Luisa. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Digitalen Salons im neuen Jahr. Und ich nutze mal schnell noch die Gelegenheit, am 31.01. euch auch ein gutes neues Jahr zu wünschen für die verbleibenden 11 Monate, allen hier im Saal. Und herzlich willkommen und gutes Neues natürlich auch allen, die uns im Stream zuschauen. Jetzt hast du schon ein ganz schönes Feld aufgemacht. Ich hoffe, wir kriegen das hin hier mit dem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess. Und ihr wisst, dazu gehört ja auch immer, dass ihr sehr willkommen seid mit ihren und euren Fragen. Also stellt die gerne, gibt ein Handzeichen. Und wenn ich es nicht sehe, räuspert euch laut oder so, damit ich es wahrnehme und das hier vorne an die geballte Expertise weiterreichen kann. Bevor ich euch unsere Gäste vorstelle heute Abend, würde ich gern gleich mal nachfragen, wer von euch, es gab ja schon lokal begrenzt, auch deutschlandweit, auch hier in der Region, den Einsatz autonomer Fahrzeuge. Wer von euch hat denn schon mal eins bestiegen? Da würde ich jetzt mal um ein Handzeichen bitten. 1, 2, 3 und 4. Okay, vielen Dank. Und wenn jetzt die U6 ab morgen nicht nur halbautomatisiert wäre, sondern vollautomatisiert, wer würde sich freuen und rufen, juhu, da bin ich dabei. Okay, das sieht mir nach, ich muss es übersetzen, für die, die jetzt hier nicht im Saal sind, 80% würde ich mal über den Daumen sagen. Die verbliebenen 20, die mit Hände unten, nochmal, möchte ich mal spezifizieren, hättet ihr Skrupel, hättet ihr Angst, die fährt mich direkt in den Tod statt nach Tegel? Ich hätte Angst. Okay, aber warst du nicht bei denen, die gerade die Hand gehoben haben? Ich würde mich ja, da mit Begeisterung... Okay, Thanatos ist auch ein starker Trieb. Okay, aber mal gucken, ob wir heute Abend psychologisch werden oder eher so hands-on rechtlich praktisch was geht, wie Luisa uns das aufgeschrieben habt. Also wenn ihr Fragen loswerden möchtet, wäre es vielleicht gut, ihr wisst, an wen ihr die richten könnt. Heute gingen die zum Beispiel an Martin Schmitz, der ist seines Zeichens Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, hat lange gearbeitet für einen Bremsenhersteller. Inzwischen ist er seit mehr als 10 Jahren Geschäftsführer Technik beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, wo also solche Vereine wie unsere BVG und andere unter diesem Dach versammelt sind. Es gibt noch 1000 andere Dinge zu sagen, lasse ich jetzt alle weg, nenne nur 2. Martin ist auch noch Mitglied der Jury für den Deutschen Mobilitätspreis, den vergibt die Bundesregierung. Dann gibt es noch jede Menge Gremien- und Verbandsarbeit, was ich aber noch ganz geil finde. Herausgeber der Fachzeitung ETR, Eisenbahntechnische Rundschau. Jetzt schnell in die Abos bestimmt nach oben. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank. Nathalie Theer, ey, wollt ihr nicht klatschen? Aber bitte. Nathalie Theer ist hier, die ist zuständig für die strategische Kommunikation bei Easy Mile. Ich übersetze mir das mal so, du treibst dich viel im Bundestag rum und versuchst ins Gespräch zu kommen mit Politikern etc. pp. Easy Mile ist ein Softwareunternehmen, das weltweit autonome Fahrzeuge anbietet. Ihr habt es vielleicht schon mal genutzt, ein paar hatten ja vorhin schon die Hand oben, andere haben es bestimmt schon mal gesehen im Fernsehen, irgendwo in Nachrichten oder so. Das sind diese irgendwie putzig aussehenden Kleinbusse, sieht so ein bisschen Kinderspielzeug aus, ganz ungefährlich und rundlich und süß. Und die fahren dann autonom und geruhsam auf Firmen- oder Messegeländen rum, shutteln Leute hin und her von dem einen Tor zum anderen oder so und schließen irgendeine recht übersichtliche Mobilitätslücke, so die sogenannte letzte oder vielleicht erste Meile eines Weges. Vorher war Nathalie beim Digitalverband Bitkom zuständig, Überraschung für alles rund ums Thema Mobilität. Herzlich willkommen, Nathalie. Dankeschön.
Und vielen Dank auch fürs toll dreiste Einspringen. Die ist nämlich hier toll kühn, so lastmäßig aufs Podium gekommen. Und Malte Jakobsen ist bei uns. Er ist Projektmanager für Innovation, obwohl ich sagen muss, klingt für mich kontraintuitiv, dass sich Intuition in Projekten bewirtschaften lässt, aber so ist der Titel. Bei der Berliner Agentur für Elektromobilität und dort unter anderem zuständig für das Projekt, wie spricht man es aus, KISM? Gar nicht schlecht, ja. Okay, KISM heißt KI-basiertes System für vernetzte Mobilität, kommt zum Einsatz oder soll zum Einsatz kommen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel. Und du bist studierter Stadtplaner, logisch mit Fokus auf Mobilität und betreut und entwickelt jetzt die entsprechenden Projekte in der Hauptstadt. Auch herzlich willkommen dir, Malte. Jetzt würde ich gerne erstmal von euch allen dreien ganz kurz schlaglichtartig wissen, ob wir eigentlich, bei Luisa klang das auch schon an, wenn wir über autonomes Fahren reden, viel zu sehr an Robotaxis in den Straßen von San Francisco für die obersten 10.000 denken, statt an das, was wir alle davon haben könnten als ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer. Das scheint mir eine gewisse Unverhältnismäßigkeit zu bestehen. Würdest du sagen, wir müssen da viel mehr über den ÖPNV reden? Also wir reden nur über den ÖPNV, weil wir wollen solche Fahrzeuge als Ergänzung nutzen in Zukunft. Um mehr Service. Ach so, oh. Weißt du was? Mikrofon wäre richtig zauberhaft. Danke, jetzt hören doch alle. Genau. Also wir reden natürlich gerne über Shuttle, autonome Shuttle, weil wir eben mehr Service bieten wollen in Zukunft für unsere Gäste, Kunden, Kundinnen. Da glauben wir dran, dass wenn wir autonome Shuttle einsetzen können, flexibler werden und eben auch rund um die Uhr fahren können. Und daher glauben wir, die voll integriert in den ÖPNV einbinden zu können. Und daran arbeiten wir. Und wieso setzt Easy Mile auf das Befördern von mehreren Menschen statt auf das Befördern Einzelner? Also erstmal muss ich ein bisschen korrigieren. Also alle kennen zwar dieses schnucklige Fahrzeug, das du eben beschrieben hast, aber das bauen wir tatsächlich nicht selber, sondern wir machen quasi nur die Technologie, also die Software, die da drin steckt. Und die lässt sich auch, und das machen wir auch, auf andere Fahrzeuge anwenden, zum Beispiel auch im Güterverkehr. Und entsprechend ist meine Tendenz zu sagen, das gesellschaftlich Sinnvolle ist sicherlich in, ich sag mal, der großen Skala der ÖPNV. Es geht aber deutlich darüber hinaus, weil wir gerade auch beim Thema Fachkräftemangel und so weiter auch noch in ganz andere Bereiche reingehen, die insbesondere auch im Güterverkehr stattfinden. Und wo man die Technologie auch für nutzen kann. Bei dir, Malte, würde ich die Frage gerne ein bisschen abwandeln. In Berlin gehört es ja dazu, ich beteilige mich auch gerne, abzuranten über den ÖPNV und was alles nicht klappt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es ja ziemlich geil, wie ich mich hier bewegen kann, plus minus rund um die Uhr, wenn nicht gerade Glatteisstreik etc. pp. Krankheit. Aber ansonsten klappt es. Wieso ist das für Berlin ein aussichtsreiches Gebiet, sich da zu tummeln? Wir haben ja quasi zu Lande, zu Wasser, okay, in der Luft nicht, aber ansonsten haben wir ja eine Menge Zeug, das fährt. Nee, aber du sagst es schon, es ist genau richtig und Nathalie hat es ja auch schon angesprochen. Also wir haben ja autonomes Fahren jetzt nicht nur auf der Straße, also nicht nur im ÖPNV, nicht nur als Robotaxis, sondern zum Beispiel eben auch im Güterverkehr. Wir haben das Thema natürlich auch in anderen Mobilitätsbereichen, also in der Luftfahrt, denkt man an Autopiloten zum Beispiel. Ne? Wir haben es auf dem Wasser, in der Schifffahrt, wo autonomes Fahren auch eine Rolle spielt. Da haben wir hier in Berlin auch tolle Projekte, die aktuell umgesetzt werden. Und wir haben es auch auf der Schiene, im Bahnverkehr oder automatisierte Straßenbahnen gibt es in Potsdam. Also das ist ein Thema, was die gesamte Mobilität umfasst und wo natürlich sehr viele Wertschöpfungspotenziale liegen. Ja? Weil das ist einfach ein Zukunftsthema. Ich sag mal, wenn dann die Elektrifizierung der Fahrzeuge irgendwann hoffentlich abgeschlossen sein wird, wenn das von einem Selbstläufer sein wird, dann müssen wir uns ja fragen, was kommt da sozusagen als nächstes, welche Innovationsschübe gibt es und autonomes Fahren gehört sicherlich definitiv dazu. Hängen wir dann gleich auf zwei Gebieten zurück, also bei der Elektrifizierung und bei der Automatisierung? Nee, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, bei der Automatisierung sind wir eigentlich gut dabei. Wir haben hier in Deutschland oder in Europa sicherlich ein bisschen anderen Ansatz als vielleicht in den USA oder auch in China. Aber das hängt natürlich auch mit unserer Kultur hier zusammen und mit unserem Wirtschaftsstandort, mit unserer Struktur, mit demokratischen Gesellschaft. Und ich würde sagen, dass wir da eigentlich sehr gut dabei sind. Und das sieht man ja auch, dass wir in Berlin jetzt seit einigen Jahren schon
ziemlich viele Projekte umgesetzt haben, dass die Bundesregierung sich auch das Ziel gesetzt hat, da Innovationsstandort Nummer 1 zu werden und das eben auch ein wichtiges Ziel ist, für uns als Standort hier in Berlin bei dem Thema eben mit dabei zu bleiben, vorne dran zu bleiben. Also du sagst, wir liegen da nicht zurück. Als ich die Frage stellte, habe ich gesehen, Nathalie, dass du so ein bisschen dein Haupt gewiegt hast. Kannst du das nochmal artikulieren? Sah für mich so aus wie so, naja. Also noch liegen wir aus meiner Sicht auch nicht zurück. Und das ist immer so ein ständiges, ne, auch je nachdem, wo man den Wettbewerb sozusagen vergleicht. Vergleichen wir es auf der technologischen Ebene, vergleichen wir es auf der regulatorischen Ebene zum Beispiel. Da sind wir zum Beispiel relativ weit vorne, weil wir einfach ein gutes Rahmenwerk dafür haben. Aber wir dürfen uns da auch nicht, deswegen habe ich so ein bisschen, wir dürfen uns da halt auch nicht drauf ausruhen. Und wir merken, der Markt momentan in Europa konsolidiert sich. Es ist schwierig, diese Technologie ist wahnsinnig teuer zu entwickeln. Sie ist unfassbar komplex, nicht nur in der Technologie selber, sondern eben auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz und so weiter. Und wir gehen eben einen anderen Weg als die USA oder China. Und entsprechend ist das ein bisschen langwieriger und dieser langwierige Prozess kann aber auch das Risiko tragen, dass sich irgendwann ein Markt hier auftut, den nicht wir bedienen, weil wir einfach noch nicht so weit sind, sondern die Amerikaner oder die Chinesen. Mhm. Und entsprechend müssen wir da ein bisschen Gas geben und auch Geld investieren und das liegt vor allem an der Privatwirtschaft, aber vielleicht auch ein Stück weit an der Politik, wenn sie solche Ziele ausgibt, dann da auch gut zu unterstützen. Also was ich jetzt aus deiner Antwort auf jeden Fall schon mal highlighten möchte, ist, dass du sagst, regulatorisch und was das Rahmenwerk betrifft, sind wir gut aufgestellt, weil also quasi jede Runde, die ich hier moderiere, benennt das als Defizit. Das finde ich jetzt schon mal den Knaller, dass in den ersten 5 bis 10 Minuten gesagt wird, also da sieht es gar nicht schlecht aus bei uns. Jetzt will ich nochmal konkret und lokal werden und zurückgehen auf eine Meldung über die BVG. Mitte Januar war das zu lesen im Tagesspiegel, auf rbb24 und überall. Berlin tastet sich ran an halbautomatisierte U-Bahnen auf der U5, auf der U8 tatsächlich soll das passieren. Und Luisa sagte es eingangs, es gibt unterschiedliche Level der Unterstützung von hier, keine Ahnung, werde ich vielleicht mit einem Bremssystem unterstützt, aber mache ansonsten alles selbst als Fahrerin, bis hin mich als Fahrerin gibt es gar nicht mehr, sondern höchstens als Passagierin. Was bedeutet denn jetzt, Martin, du mit dem Dachverbandsblick halbautomatisiert mit Blick auf die U5 und U8? Also vielleicht erstmal zu dem Thema, wo stehen wir überhaupt mit dem schienengebundenen Verkehr, mit Automatisierung? Wir haben ganz viele Projekte weltweit, aber auch in Deutschland, wo wir schon voll automatisiert fahren. In Nürnberg fährt die U-Bahn dort schon seit mehreren Jahren. Wir haben People Mover an den Flughäfen. Also schienengebunden. Was sind denn People Mover? Sind das diese Buschen? Ja, das sind kleine Fahrzeuge, die aber auch schienengebunden dann fahren. Okay. Mhm. In Frankfurt verbinden die zum Beispiel die Terminals, die man dann eben nutzen kann, um Terminal 1 und Terminal 2 zu fahren. In Paris gibt es eben auch diese U-Bahnen, die geschlossen im System fahren. Und dort funktioniert das, dort ist es auch relativ einfach, weil ich einfach keine Außeneinwirkungen habe. Es kann keine Person reinlaufen, ich fahre in Frankfurt auf dem People Mover auf der Brücke, da kommt einfach keiner und damit brauche ich auch weniger Sensorik, habe weniger Risiko und da kann ich das gut umsetzen. So, und die Frage, die wir in Deutschland haben, wir haben halt wenige komplett in sich geschlossene Systeme. Also wir haben keine geschlossenen U-Bahn-Systeme, sondern meistens fahren sie irgendwann wieder raus und kommen dann in den Mischverkehr rein. Und da kommen wir eben an die Schwierigkeit, dass wir dann einmal eine U-Bahn leicht automatisieren können. Und wenn wir in den Mischverkehr auf die Straße aus dem Tunnel rauskommen, dann eben höhere Niveaus haben müssen. Und deswegen verfolgen wir in Deutschland, gerade im Schienenverkehr, eher diesen gemischten Ansatz, dass ich halbautomatisiere und Fahrer, Fahrerin noch dabei habe, aber in dem Tunnel dann eben automatisiert fahren kann. Mhm. Aber was ich las, war, dass der Fahrer, die Fahrerin, weiterhin die Türen schließt und öffnet, aber der ganze Fahrprozess, also dann drücke ich vielleicht noch Start und ab da habe ich wieder nichts zu tun, bis ich am nächsten Bahnhof die Türe öffne und schließe. Und auf rbb24 wurde mir das verkauft als Entlastung für die Menschen im Fahrdienst und ich habe gedacht, mein Gott, wie steinöde ist dieser Beruf, den will doch dann echt keiner mehr machen. Das ist natürlich ganz kleine Diskussion, wo kommen wir hin? Und ich glaube, gerade dieser Zwischenschritt ist eben ganz schwierig für die Personen, die in dem Job dann arbeiten. Und viele Fahrlehrer haben uns schon gesagt, also wenn, müssen wir wirklich automatisiert fahren, damit derjenige, der im Fahrdienst ist, dann wirklich entspannt. Oder er muss dazu einen Job haben, wo er die ganze Zeit gefordert ist. Weil das Entspannen und gefordert sein, das ist eben ganz schwierig. Mhm. So, bei den Türen, ich kenne jetzt diese Thematik nicht, deswegen kann ich mich nicht genau zu äußern, aber das ist natürlich ein Sicherheitspunkt, wo, sagen wir, jemand die Verantwortung übernehmen muss. Wann mache ich die Tür zu?
sag mal, ich muss prüfen, hängt noch jemand dazwischen, wann kann ich losfahren? Von der Seite geht man wahrscheinlich hier den Schritt einfach, um dieses Risiko des einen Aussteigens zu reduzieren und das eben nicht auf die Technik zu verlagern. Mhm. Und wenn dann irgendwann die U-Bahnen komplett automatisiert sind, wer kackt mich dann an, dass ich mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen darf? Ja, das wird dann vom System ja hoffentlich selbstständig erkannt, eben automatisiert, alles abgewickelt. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, und da musste ich eben dann auch so ein bisschen schmunzeln, als das Thema Streik aufkam, auch mit automatisierten Fahrzeugen werden wir keine Streiks verhindern können, weil ja immer noch Menschen im System arbeiten werden. Und zwar werden wir dann anstatt den Fahrer oder die Fahrerin natürlich Menschen haben, die das Ganze überwachen müssen, von einer Leitstelle aus, eine technische Aufsicht heißt das. Und die können dann natürlich auch über Kameras sich zusteuern, die haben dann Mikro und Lautsprecher eben und können dann auch mal eingreifen, sag ich mal, von der Ferne aus. Und natürlich im Notfall dann eben auch wirklich Eingreifkräfte rufen, ne? Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, je nachdem, was da benötigt wird. Aber ich meine, das haben wir in der U-Bahn jetzt ja auch, dass natürlich vorne jemand sitzt, der eingreifen könnte, aber bis er dann ganz hinten ist, dauert es natürlich auch ein bisschen. Insofern sind wir da schon quasi der Automatisierung relativ nahe. Und ich glaube, da wird sich das gar nicht mehr so stark ändern tatsächlich. Ja, siehst du das Problem nicht, dass diese Jobs wahnsinnig unattraktiv sein werden? Weil das, was ich mir daran beglückend vorstelle oder wo ich mir vorstellen kann, was Spaß macht, ist das Fahren und nicht das Rumgefahren werden und ab und zu mal einen Knopf drücken. Hm. Ja, da müssten wir jetzt wahrscheinlich einen U-Bahn-Fahrer oder eine U-Bahn-Fahrerin fragen. Ich weiß es nicht genau. Sicherlich wird es eine Zwischenstufe geben oder eine Zwischenzeit, in der das eine relevante Rolle spielen wird, wo das vielleicht nicht so attraktiv ist. Aber ich glaube dann, die Arbeit von der Leitwarte aus wird sicherlich ganz andere Qualifikationen auch erfordern und ganz andere interessante Situationen auch mitbringen. Ja? Also ich glaube, auch das ist ein Job, den viele mit sehr viel Spaß machen werden und der auch großes Interesse erzeugen wird. Wir haben ja heute schon, sag ich mal, in der Luftfahrt zum Beispiel eben auch den Tower, wo Menschen sitzen und eben den Luftverkehr überwachen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch eine wichtige und vertrauensvolle Aufgabe mit sehr viel Verantwortung. Und ähnlich wird es dann vielleicht eben auch im straßengebundenen Verkehr sein, wenn wir autonome Fahrzeuge einsetzen. Dann erklär uns doch mal bitte dein Projekt KI, das KI-basierte System für vernetzte Mobilität auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel. Was genau passiert da? Mit welchem Erkenntnisgewinn? Genau, also da probieren wir ja quasi jetzt die Sachen aus, die ich gerade erläutert hatte. Also wir untersuchen, wie muss so eine technische Aufsicht, so eine Leitstelle zum Beispiel eigentlich aufgebaut sein, wenn ich eben autonome Fahrzeuge einsetze. Ja? Das hatten wir in den Vorgängerprojekten jetzt in dem Maße noch nicht so stark untersucht. Und das ist jetzt ein Schwerpunkt dieses neuen Projektes, was jetzt seit einem guten Jahr auch läuft. Und wir werden eben Fahrzeuge einsetzen und in verschiedenen Szenarien dann testen, wie das funktionieren kann. Also wie funktioniert die Kommunikation dann mit der Leitwarte, wie können Prozesse automatisiert werden, wie funktioniert das dann auch mit den Fahrgästen, wie finden die virtuelle Haltestelle, weil unter anderem können solche autonomen Fahrzeuge dann ja auch Haltestellen anfahren, die jetzt quasi per se nicht baulich irgendwie verortet sind, sondern vielleicht nicht weit entfernt von der Haustür einfach sind am Bürgersteig oder so. Wie kann sowas funktionieren? Das gucken wir uns jetzt alles an. Aktuell haben wir da jetzt noch kein Fahrzeug unterwegs, aber das wird jetzt in diesem Jahr kommen. Und wir haben natürlich davor in den Jahren auch schon Erfahrung gemacht, du sagtest das auch, mit autonomen Fahrzeugen hier auf der Straße in Berlin. Also zunächst im privaten Raum, auf Privatflächen, auf einem Campusareal oder auf einem Klinikgelände. Und dann sind wir eben auch auf die Straße gegangen und haben im Nebenstraßennetz auch mal so Fahrzeuge fahren lassen. Mhm. So eine kleine Flotte von 3 automatisierten Fahrzeugen. Und haben da natürlich auch schon ganz viele Erkenntnisse sammeln können, wie das funktionieren kann in so einem Betrieb dann auch für die BVG eben. Das ist alles unter der Obhut der BVG passiert. Mhm. Und ja, haben da ein sehr gutes Feedback schon bekommen, muss man eigentlich sagen. Und Flughafen Tegel nehmt ihr, weil ihr eben auch so ein mehr oder weniger geschlossenes Campusgelände haben wollt, wo ein paar Faktoren vielleicht nicht so drauf einzahlen, wie das im normalen Getose des täglichen Lebens mitten in der Stadt der Fall wäre? Genau, es ist natürlich jetzt erstmal einfacher, auf einem Gelände, was in sich geschlossen ist, zu fahren, einfach weil man die externen Einflüsse nicht hat. Das heißt, man kann viel mehr experimentieren, viel mehr ausprobieren. Man braucht natürlich auch diese ganzen Genehmigungsprozesse nicht, von denen heute auch schon gesprochen worden ist. Das muss natürlich auch noch alles ausgetestet werden. Wir haben da jetzt ja seit ein, zwei Jahren
Jahren einen neuen Rechtsrahmen. Aber jetzt in Tegel haben wir natürlich ein super Gelände, wo auch andere Anbieter, EasyMile sitzt da ja unter anderem auch, aber wo auch andere Anbieter ihre Fahrzeuge austesten. Und deswegen sind wir da vor Ort. Das ganze Areal, dieser ganze Flughafen befindet sich ja auch in einer Transformation, ne, zu einem neuen Stadtquartier. Insofern sind die auch sehr interessiert daran, solche Projekte umzusetzen und daran auch zu lernen und eben neue innovative Mobilität bei sich am Standort zu halten. Und deswegen ist es ein sehr guter Spot für uns, da solche Projekte durchzuführen. Wir sprachen ja eben schon über die verschiedenen Level der Automatisierung. Eure Busse, diese kleinen knubbeligen EZ10 heißen die, glaube ich, die sind voll automatisiert. Das ist Level 5, ne? Leider nicht. Sondern? Oder zum Glück nicht, ich weiß es nicht. Nein, also von den verschiedenen Levels anders. Wir können Level 4 mit diesen Fahrzeugen fahren. Von Level 5 sind wir Lichtjahre entfernt. Erklär mir bitte nochmal den Unterschied zwischen diesen beiden Stufen. Also in einem Level 4 gesteuerten Fahrzeug hast du erstens eine, rein regulatorisch betrachtet in Deutschland, eine sogenannte technische Aufsicht. Also es muss jemand die Fahrzeuge beaufsichtigen und sie dürfen nur in einem abgegrenzten Betriebsbereich unterwegs sein. Also sagen wir mal, von hier zum Brandenburger Tor und die Nebenstraßen befahren. Das muss genehmigt werden, es muss von verschiedenen Behörden abgenommen sein, dass diese Fahrzeuge auch betriebsfähig sind, auch sicher betriebsfähig sind in diesem Betriebsbereich. Und das war's. Außerhalb fährt das Fahrzeug nicht, darf es auch nicht. Um den Schritt zu Level 5 zu machen, müssten wir nicht nur in der Sensorik, sondern auch in der Verarbeitung sozusagen dieser Informationen, die wir über die Sensoren bekommen, in der Software, noch einen riesengroßen Schritt machen, weil wir eine KI mindestens mit einbauen müssten, was heutzutage nur bedingt der Fall ist, weil die eher regelbasiert fahren, diese Fahrzeuge. Und man kann sich das sehr plakativ so vorstellen: Ich stelle so ein Fahrzeug irgendwo hin, hier in Französischstraße 9, und sage, fahr mich, keine Ahnung, in die Müllerstraße 97 nach München. Und dann fährt das Ding los. Also, und ohne irgendwie irgendwelche Anweisungen zu bekommen, ohne das alles zu kennen. Und da sind wir aus verschiedensten Gründen ganz weit weg von. Mhm. Lichtjahre fiel vorhin. Kannst du es umrechnen in so normale Erdenjahre? Boah, nee. Okay, Martin, du? Es ist nicht meine Aufgabe, sondern die Industrie muss das natürlich vorgeben, die entwickelt das. Mit der seid ihr mit Sicherheit im Gespräch? Also es gibt ja immer verschiedene Aussagen. Also eigentlich wollte die Industrie ja schon in 2022 oder in 2019 schon soweit sein. Und dann hat sie ja festgestellt, es geht nicht. Jetzt wird's aber nicht mit Level 5. Nee. So, also die nächsten Aussagen sind ja Richtung 2027, 2030, die jetzt wiederkommen, wo man mehr erwartet. Aber für uns ist erstmal Level 4 eigentlich ausreichend. Ich glaube, wir müssen auch damit anfangen. Es reicht, dass wir in gewissen Regionen fahren, in gewissen Gebieten fahren. Und wir stellen uns eben, wie gesagt, automatisierte, autonome On-Demand-Shuttles vor, die in einem Stadtteil fahren als First- und Last-Mile-Zubringer zu Schnellbuslinien, zu S-Bahn-Stationen, zum Bahnhof. Und dass wir dort eben dann gebündelte Verkehre in Zukunft anbieten können. Und das können wir uns schon vorstellen. Wir haben also im Moment 6 Projekte, an denen das erprobt werden soll. Monheim ist eins der ersten jetzt. Und es kommen ja noch einige weiter. Hamburg wird im Moment gerade sehr intensiv vom Bund gefördert. Und wir hoffen einfach, dass wir da gute Erfahrungen sammeln. Okay, also Level 5, wenn mir keiner sagen, wie lange das dauert, dann gehe ich einen Schritt zurück. Wann haben wir eine Level 4 U-Bahn in Berlin? Also ich meine, eigentlich müsste es Malte sagen, der hat das ja alles in der Schublade. Genau, also diese Automatisierungsstufen, die sind jetzt ja eigentlich für den Straßenverkehr entwickelt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Also Level 4 U-Bahn kann man in der Form, glaube ich, gar nicht so richtig sagen. Natürlich, das wäre dann theoretisch auch Level 4, weil man es ja in einem abgeschlossenen Gebiet hat und eben von der technischen Aufsicht überwacht und dann theoretisch keine Fahrer oder keine Fahrerin oder kein Fahrer mehr an Bord sein müsste. Aber das gibt es ja in der Tat schon. Also Nürnberg wurde als Beispiel genannt. Jetzt in Hamburg wird eine U-Bahn, ich glaube, es ist die U5 jetzt neu gebaut, die komplett automatisiert fahren wird. Das wäre sozusagen dann vielleicht vergleichbar mit Level 4. Das gibt es schon, das ist möglich und das ist natürlich auch jetzt, sage ich mal, nicht ganz so schwer umzusetzen wie im Straßenverkehr, wo wir natürlich ganz viele externe andere Einflüsse haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel DPVG fragt, warum macht ihr das dann nicht eben, baut man überall die Technik ein und automatisiert eure U-Bahn, dann wird man die Antwort bekommen, ja, so einfach ist es eben nicht. Und der Vorteil ist am Ende vielleicht auch gar nicht so groß, weil autonomes Fahren, ich glaube, da kommen wir bestimmt gleich noch hin, ja vor allen Dingen dazu dienen kann, mehr Angebot zu schaffen, also neue Anbieter,
Bindungs-Use-Cases zum Beispiel zu schaffen. Ne? Also Verkehre zu ermöglichen, die es bisher noch gar nicht richtig gibt und auf den ÖPNV umzulagern. Und insofern ist jetzt die Automatisierung der U-Bahn sicherlich schön, aber nicht unbedingt das, was so stark im Fokus steht, weil wir die Kosten da gar nicht mehr dann so groß senken können. Ne? Also eine Person, die vorne drin sitzt, befördert halt sehr, sehr viele andere Menschen. Das ist schon sehr kosteneffizient. Und jetzt zu überlegen, das ganze System irgendwie auszubauen, überall Technik einzubauen, die es bisher nicht gibt, den Fahrer rauszunehmen, ist halt sehr aufwendig. Also ich glaube, dass das auch in Berlin in den kommenden Jahren nicht unbedingt zur Debatte steht, alle Linien zu automatisieren bei der U-Bahn oder auch bei der S-Bahn zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Fragen habt, oder? Da hinten sehe ich eine Hand und da sehe ich eine Hand. Ich habe auch noch welche, aber ich will euch da nicht ausbremsen. Es kommt ein Mikrofon zu euch geschwebt. Der Daniel bringt's. Ja, wenn ich Projekte höre, dann denke ich immer an Friedhof. In dem Sinne, dass die da alle enden. Und zwar, ich bin in den 80er Jahren in West-Berlin angekommen. Da fuhr die U4. Vom Nollendorfplatz zum Innsbrucker Platz vollautomatisiert. Und dann einmal nicht mehr. Damals in West-Berlin gab es ja auch diesen Schwebezug, der fuhr auch vollautomatisiert zum Potsdamer Platz. Der ist dann auch abgebaut worden. Hier, also wie gesagt, nach 40 Jahren, nichts Neues, neue Projekte. Wer nach Kopenhagen fährt, der kann sehen, die gesamte U-Bahn läuft automatisch. In Bangkok, in Asien auch. Und ich weiß also ehrlich gesagt nicht, was hier eigentlich immer passiert, dass hier außer Projekten nichts dann umgesetzt wird auf Fläche oder skaliert wird oder so. Fundamentalkritik. Ihr habt eingangs gesagt, wir sind gar nicht so hinten dran. Der Zuschauer sagt oder Zuhörer sagt aber hallo, wir sind sozusagen im Rückbau begriffen. Wer von euch möchte das kontern? Martin. Also ich glaube, man muss ja gucken, wie sind die Projekte aufgesetzt worden. Wenn ich jetzt ein komplett neues System aufbaue wie in Kopenhagen, kann ich mir Gedanken machen, was baue ich auf und in was investiere ich. Genauso in Singapur und woanders. Wir haben hier sehr viele Bestandsstrecken, wo ich jetzt überlegen muss, investiere ich jetzt teure Technik in einen Bestand, der eigentlich funktioniert. Und die Aussage ist eben die, ich muss durch teure Technik einen Fahrer, Fahrerinnen ersetzen. So, und das tun wir in Deutschland einfach nicht, weil wir da sehr wirtschaftlich rechnen. Machbar technisch wäre das, aber wirtschaftlich rechnet sich das einfach nicht, weil wir zu viele Investitionen tätigen müssen. Das ist im Neubau, wie gesagt, einfach viel einfacher als im Bestand nachzurüsten. Dass gewisse alte Projekte abgebaut wurden, ist auch klar, weil nach irgendeiner gewissen Zeit ist einfach eine Technik durch. Und nach, sagen wir mal, 15 Jahren kriege ich keine Ersatzteile mehr, ich kann das nicht mehr betreiben, auch die technischen Kenntnisse nehmen ab. Also muss ich irgendwann so ein System auch ausschalten und muss eben auch auf nächste Level kommen, weil auch die Zulassungen dann eben den neuesten technischen Stand erfordern. Deswegen muss ich da eben auch nachrüsten. Deswegen werden wir natürlich auch gewisse Dinge wieder abbauen. Mit unseren neuen Erprobungsversuchsfahrten, sage ich mal, wollen wir ja gerade Techniken auch in das Feld bringen. Und wir müssen erstmal ausprobieren, wir müssen auf die Straße gehen und gewisse Dinge ausprobieren, weil sonst kriegen wir die Erfahrung nicht, dann kriegen wir die Fehler nicht raus und können es auch nicht verbessern. Von der Seite, glaube ich, sind wir da schon in Deutschland auf einem ganz guten Weg, auch wenn ich mir mehr Geschwindigkeit wünschen würde. Aber ich finde den Weg eigentlich schon richtig. Hier vorne, glaube ich, bei dir. Ach nee, bei dir, du warst derjenige welche. Und dann du bitte. Diejenige. Ich bin Informatikerin, ich beschäftige mich mit KI und ich habe von zwei Konzepten gehört, wo ich dachte, vielleicht wissen Sie mehr darüber. Das Thema Busse, die sind ja nicht auf Schienen angewiesen und dass man davon wegkommt, dieses starre Haltestellensystem zu haben. Der Bus klappert das halt ab, egal ob da Leute stehen oder nicht. Und insbesondere auf dem Land, wo das Problem ja ist, dass morgens und abends mal ein Bus fährt und da sitzen drei Leute drin und mittags kann ich sehen, wo ich bleibe. Und wenn ich da sage, ich hole wirklich mit einem KI-gesteuerten Bus die Leute vor der Haustür ab, der Bus ist wenigstens halb voll und lohnt sich sozusagen die Fahrt. Und gerade auf dem Land, wo ich sonst ein Auto brauche, macht das ja total Sinn. Wie ist Ihnen da irgendwas bekannt, dass ein Bus, der nutzerbedingt Leute abholt, gerade auf dem Land, wie die Entwicklung da ist? Ich würde mal ganz kurz zum ersten Einwurf was sagen und danach gern weitergehen, weil nicht nur ich rede, aber zum Thema, wir fahren leere Busse durchs Land. Vielleicht da ein Aspekt, wir haben viele Busse und zwar die großen Busse, weil wir Schülerverkehre machen. Und im ländlichen Raum sind die Busse hauptsächlich erstmal für den Schülerverkehr da. Und dafür brauchen wir die großen Busse. Und wenn wir dann sagen, mittags sind die leer, ja, das ist so, dann müssten wir aber kleine Fahrzeuge noch kaufen. Und das rechnet sich wirtschaftlich gar nicht. Große für den Schülerverkehr, mittags einfach hinstellen, dann kleine kaufen, mittags kleine fahren lassen.
Deswegen fahren die Großen dann teilweise auch zu Zeiten, wo man nicht die Großen brauchen, leer rum. Das vielleicht nur mal als Hinweis, das machen wir als Branche nicht, weil wir blöd sind, weil wir nicht rechnen können, sondern weil einfach die Anzahl der Fahrzeuge viel teurer zu kaufen ist, als, ich sag mal, die mehr Energie, die wir brauchen, das große Fahrzeug zu verkaufen. Das nur mal so als Hinweis und dann gebe ich gerne weiter. Wobei, da würde ich gerne kurz reingrätschen, die Lösung sieht ja dann de facto oft so aus, dass dann mittags auch kein leerer Bus fährt. Sondern da bleibst du halt zu Hause und wartest bis an den Tagesrandzeiten einer verkehrt. Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir eigentlich dann auch hin können. Das ist im Prinzip On-Demand-Verkehr, wo wir dann nämlich genau kleine Fahrzeuge einsetzen wollen und können, die eben möglichst nah an unseren Kunden und Kundinnen ranfahren, nicht direkt von der Haustür abholen, weil dann kommen wir ins Taxigewerbe rein, also sagen wir mal an der Kreuzung oder irgendwo in der Nähe. Und die auch möglichst dorthin bringen, wo sie hinwollen. Diese Verkehre haben wir jetzt über 80 Stück in Deutschland jetzt in den letzten Jahren aufgebaut und die Rückmeldung der Gäste ist wirklich sehr, sehr positiv. Und daher glauben wir, dass wir eben diese Konzepte weiter ausbauen müssen. Wir kommen mal wieder zum Kosten der Fahrer. Wenn wir jetzt einen Kleinbus haben, wo eben nur 6, 7, 8 Personen rein dürfen, ein Fahrer, eine Fahrerin ist, sind die Kosten immens für so einen Betrieb. Also wir brauchen erstmal viel mehr Fahrgäste, damit sich das rechnet. Ansonsten ist es teuer. Und da hoffen wir einfach drauf, wenn wir die automatisieren, dass das möglicherweise in Zukunft günstiger wird und wir dann eben diese Serviceleistungen viel weiter ausbauen können, attraktiver machen können und dann eben auch diese ÖV-Nutzung auch im ländlichen Raum attraktiver wird. Wolltest du noch was ergänzen? Gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Genau, das totale Zustimmung. Ja. Also das, was hier vorgeschlagen wurde, ist genau das Konzept, was eben mit dem autonomen Fahren an der Stelle auch verfolgt wird im ÖPNV. Das heißt, gar nicht die bestehenden Verkehrsmittel unbedingt zu automatisieren, an der einen oder anderen Stelle ja, aber neues Angebot zu schaffen, mehr Verkehr eben im ÖPNV zu ermöglichen. Das heißt, die Mobilität für die Menschen zu verbessern und bedarfsgerecht dann eben auch zu steuern. Das heißt, eben die Verkehrsmittel, die Mobilitätsangebote kommen so, wie ich das eben auch gerade brauche. Also wir verschmelzen quasi Individualverkehr, individuelle Bedarfe, Anforderungen an Mobilität mit einem allgemeinen ÖPNV, mit einem Gesamtsystem und können da eben dann natürlich auch Synergien heben, sage ich mal, die bisher noch nicht so gut erschlossen sind. Ne? Und dadurch eben neues Angebot schaffen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da, aufgrund des Fahrermangels, ist natürlich autonomes Fahren eine super Möglichkeit. Und das ist sozusagen die Zukunft, auf die auch diese ganze Industrie natürlich schaut. Also neue Geschäftsmodelle eben da in diesem Bereich zu etablieren und sich auch in die Richtung zu transformieren, dass man eben wegkommt von bestehenden Systemen und eben hinguckt zu neuen Geschäftsfeldern, zu neuen Möglichkeiten, was aufzubauen und eben Fahrzeuge auf eine andere Art und Weise einzusetzen, um für mehr Mobilität zu sorgen. Ich verstehe das Kostenargument, frage mich aber dennoch, ob es nicht in gewisser Weise unfair ist, das so klar auszuspielen. Oder andersrum gefragt, müssten solche On-Demand-Projekte nicht viel mehr oder fairerweise viel mehr im ländlichen Raum ausprobiert werden als in Hamburg und in sämtlichen anderen Großstädten oder Metropolen, die wir hier vorne besprochen haben, weil wir haben ja den Mass o menos okay laufenden ÖPNV. Wenn du in der Prignitz auf den Bus wartest, kannst du unter Umständen recht lange rumstehen. Also wäre das nicht sozusagen, wir hatten vorhin über politische Rahmenbedingungen oder Regulatorik gesprochen, wäre es nicht in gewisser Weise fairer, das, was ihr jetzt in Tegel ausprobiert, keine Ahnung, irgendwo hinter den Sieben Bergen auszuprobieren? Also ich würde nicht sagen, dass es fair, dass das eine fairer oder das andere irgendwie unfairer ist, aber ich glaube, man muss einfach sich genau angucken, welchen Anwendungsfall adressiert man damit und welches Mobilitätsbedürfnis erfüllt man damit. Ne? Also wir machen zum Beispiel einen solchen ländlichen On-Demand-Verkehr, fairerweise erst seit einem Monat, deswegen kann ich ja noch nicht so viel sagen, in Kelheim in Bayern. Wo wir mit 5 Fahrzeugen auf einem Streckennetz von so 30 Kilometern ungefähr unterwegs sind, gemischt mit einer, also in einer gemischten On-Demand-Flotte mit 5 von unseren autonomen Shuttles und eben ein paar konventionell betriebenen Fahrzeugen im On-Demand-Verkehr. Und das wird bislang wahnsinnig gut angenommen. Aber wir haben auch in Berlin gesehen zum Beispiel, ne, dass wir, oder in anderen Räumen, dass wir das On-Demand-Verkehr da, wo eben keine ÖPNV-Abdeckung ist, im Speckgürtel oder im suburbanen Raum, genauso ein guter Anwendungsfall sein kann, weil er Menschen abholt, die ansonsten vielleicht mobilitätseingeschränkt sind beispielsweise. Also was wir hier in Alt-Tegel gemacht haben mit der Seemeile, war jetzt kein On-Demand-Verkehr, aber hat SeniorInnen von ihrem Altersheim zur U-Bahn-Station gebracht, weil das ein Kilometer war.
und sie den anders nicht hätten überwinden können. Mhm. So, also ich glaube, es ist genauso gut in der Stadt auch zu rechtfertigen. Man muss einfach nur gucken, welches Bedürfnis erfüllt man damit und auf welcher Skala. Dann gab es noch eine Frage, bitteschön. Okay. Du bist happy. Mhm. Und hier gibt es noch eine Frage und kleinen Moment, das Mikro kommt. Vielen Dank. Mein Name ist Christian Sult, ich komme aus der angesprochenen Prignitz zufällig und würde alle, die das ausprobieren wollen, im ländlichen Raum, im dünn besiedelsten Landkreis Deutschlands, der wir sind, das auszuprobieren. Also gar keine Frage, aber da bin ich sehr offen. Ich beschäftige mich tatsächlich dort auch mit den Mobilitätsangeboten. Wir haben Fahrradleihsystem immerhin schon, das es in Berlin leider nicht mehr gibt seit ein paar Wochen. Das haben wir in der Prignitz schon eine ganze Weile. Das ist tatsächlich im ländlichen Raum auch schon was Besonderes. Da verdient noch kein Mensch Geld mit. Das wird von der Wirtschaftsförderung dort als auch eine Art Daseinsvorsorge mit angeboten. Und auch so kann, glaube ich, auch nur ein ÖPNV oder dort funktionieren. Also ich habe das beispielsweise aus dem Nachbarlandkreis Ludwigslust-Parchim gehört vom dortigen Leiter, ich weiß gar nicht genau, was seine Funktion ist, aber vom, also wir haben einen Trägerkreis, treffen regelmäßig mit den Landkreisen, die alle verbunden sind, auch mit dem Wendland. Und der ist total, also der sieht das autonome Fahren tatsächlich dort in wenigen Jahren, dass es dort stattfindet. Der ist total also viel positiver fast als Sie hier und das finde ich faszinierend. Also ich lade Sie herzlich ein, da mal vorbeizukommen. Danke. Okay, Bewerbungsgespräch und ich mache noch ein Argument raus. Eigentlich ja geil, so ein dünn besiedelter Landkreis, da kann euch ja höchstens mal ein Wolf irgendwie vor das Buschen flitzen, weil so viele Menschen wuseln da nicht hin und her. Es gibt diese Projekte aber auch schon. Ne? Also es ist jetzt, ich glaube, in der Prignitz gibt es das vielleicht noch nicht, aber es gibt eine Reihe von Projekten, die auch im ländlichen Raum eben stattfinden. Klar haben wir in Berlin jetzt vielleicht nicht den starken Fokus darauf, aber man kann auf der Website des Bundesverkehrsministeriums da mal gucken. Und wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich erst ein Projekt gestartet, das in Potsdam-Mittelmark im Landkreis stattfindet und in Vorpommern-Rügen, glaube ich. Also das sind wirklich auch natürlich ländliche Bereiche, wo solche Fahrzeuge jetzt eingesetzt werden. Ich hatte jetzt kürzlich einen Bericht gelesen über die Region Hannover, wo auch ein Shuttle-System unterwegs ist, das noch mit Fahrer aktuell funktioniert, aber auch da ist es eben Bedarfsverkehr und es gibt es an ganz vielen Orten in Deutschland. Die Frage ist natürlich, wie finanziert man das am Ende? Also alles ist aktuell so ein bisschen schwierig, weil finanziert wird es meistens über Fördermittel vom Bund oder vielleicht auch durch die Bundesländer, aber es trägt sich am Ende noch nicht und da muss man sich dann eben schon die Frage stellen, wo ist es am Ende dann auch wirklich langfristig umsetzbar und wie viel Geld sind wir auch bereit dafür in die Hand zu nehmen, das umzusetzen, weil es wird an vielen Stellen gut angenommen, aber wir haben natürlich auch im ländlichen Raum besonders hohe Kosten, weil große Distanzen überwunden werden müssen und das ist natürlich dann nochmal ein anderer Schnack, als wenn man das hier in Berlin macht, wo irgendwie alle 500 Meter mindestens irgendwie neuer Fahrgast zusteigt sozusagen. Ja. Vor dem Hintergrund ist da, glaube ich, ganz viel in Bewegung aktuell, aber man muss sich dann auch nochmal gesamtgesellschaftlich eben fragen, was sind wir bereit für Mobilität auszugeben und welche Formen von Mobilität sind auch sinnvoll. Aber ich glaube, es kristallisiert sich klar heraus, dass eben bedarfsgesteuerte Angebote auch die Zukunft sind. Und ob man sie nun autonom macht oder nicht, das ist dann nochmal der zweite Schritt sozusagen. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll für den ländlichen Raum und für Gebiete, die jetzt nicht mit irgendwie Hochleistungs-ÖPNV direkt angeschlossen sind. Das erkennen wir in Berlin, aber das erkennen wir sicherlich auch in den ländlichen Landkreisen. Und wenn ich ganz kurz da noch was hinzufügen darf und so ein bisschen vielleicht für Sie spreche, aber das ist natürlich gerade so in der jetzigen Situation, ne, wenn man jetzt auf ein Verkehrsunternehmen zum Beispiel zugeht und sagt, jetzt beschafft doch mal irgendwie ein paar autonome Shuttles und bindet die außerdem noch in ein teures On-Demand-System, weil On-Demand ist nun mal erstmal teurer als ein konventioneller Betrieb im Aufsetzen, dann sagen die, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich mein Deutschland-Ticket finanziere, wie ich die ganzen E-Busse beschaffe, die ich noch beschaffen muss und so weiter und so fort. Ich kann mich jetzt mit so einem Thema noch nicht auseinandersetzen, gerade nicht, wenn ich in einem ganz kleinen, ne, vielleicht sind nicht alle so fortschrittlich im Denken wie Sie, in einem ganz kleinen Landkreis sitze, der überhaupt gar keine Ressourcen, also weder finanzieller Natur noch personeller Natur hat, sich damit auseinanderzusetzen, was das überhaupt bedeutet, dieses autonome Fahren und was ich damit dann irgendwie alles machen muss und technische Aufsicht und
Zulassung und Co. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir müssen die Leute da auch nochmal ganz anders abholen. Und da hat auch wiederum die Politik auch die Aufgabe, ein Stück weit da auch mitzumachen und zu sagen, ne, wir besetzen vielleicht dann auch ein paar Schlüsselkommunen nochmal mit ein paar Leuten mehr, die da auch Know-how mitbringen in so einem, in so einer Hinsicht, weil ansonsten bringt es nichts, wenn wir da einfach ein paar autonome Fahrzeuge hinstellen. Obwohl das nur als Fußnote da natürlich der Fachkräftemangel auch ist. Ne? Also siehe Berlin, die natürlich ihre Verkehrsplanung mit den freien Posten auch nicht besetzt bekommen und damit stellvertretend überall, ja, für alle anderen Kommunen sind. Ich würde gerne noch mal eins aufgreifen, das Luisa eingangs uns mitgegeben hat. Natürlich als Juristin interessiert an strafrechtlichen Fragen, also an Verantwortlichkeiten etc. pp. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, wirklich sehr subjektiv, dass seit wir über autonomes Fahren so am Horizont in der Zukunft sprechen, auf einmal dieses ja doch schon relativ alte Gedankenexperiment, diese Weichenstellerfrage oder dieses Trolley-Dilemma oder es gibt verschiedene Namen, unter denen das firmiert, wieder diskutiert wurde. Und ihr kennt es bestimmt, ich fasse es kurz zusammen, geht so: ein Zug ohne Fahrer, ohne Fahrerin rast das Gleis entlang, ist nicht zu bremsen. Allein die Weichenstellerin könnte jetzt noch sagen, entweder überrollt der Zug dort 5 Menschen, die am Gleis arbeiten, oder ich lenke ihn noch um zu der einen Person. Was machen wir denn da? Ist das für euch tatsächlich eine Frage, die handlungsleitend ist, die wichtig ist, oder ist das irgendwas, was eurer Ansicht nach sich Philosophiestudenten mal im ersten bis zweiten Semester fragen, aber für eure praktische Arbeit keine Relevanz hat? Ich weiß nicht, wer da antworten möchte. Soll ich zuerst? Vielleicht alle. Bitte. Genau. Ja, es ist natürlich eine wichtige Frage, die auch immer wieder aufkommt, aber die Bundesregierung oder die Ethikkommission der Bundesregierung hat sich, glaube ich, schon 2017 mit dem Thema auseinandergesetzt. Ne? Wie gehe ich mit ethischen Fragen auch um beim autonomen Fahren? Und hat dann eben auch ein Regelwerk rausgegeben, wie das Ganze funktionieren kann. Und wie soll man so eine Frage beantworten am Ende? Ne? Das könnte ja niemand von uns irgendwie richtig beantworten. Insofern kann das natürlich auch so ein System nicht richtig beantworten. Aber nein, das ist jetzt nichts, womit wir uns irgendwie jeden Tag auseinandersetzen müssen, weil dieser Fall in der Realität ja so eigentlich nicht wirklich eintreffen kann. Ne? Also das System wird darauf programmiert, das kann Nathalie vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, ne? Den möglichst geringsten Schaden, in welcher Form auch immer, eben auszuüben, falls es zu einem unvermeidbaren Unfall kommt. Aber im Grunde geht es ja darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Ja? Und das leisten diese Systeme natürlich auch, weil sie sich eben an die Verkehrsregeln halten. Das heißt, diese wirklich schweren Unfälle werden viel, viel geringer auch auftreten in Zukunft. Ja? Und ich glaube, das ist vor allen Dingen der Punkt, den man bei sowas herausstellen muss, auch vor dem ethischen Hintergrund, eben, dass wir dadurch mehr Menschenleben retten werden, indem wir dieses ganze System sicherer machen. Ne? Mhm. Und insofern ist es schon eine philosophische und auch in gewisser Weise theoretische Frage, mit der man sich da, glaube ich, dann immer so ganz gerne beschäftigt. Genau, also diese Frage setzt ja immer ein Stück weit voraus. Also erstmal, sie ist eine wichtige Frage, weil diese Systeme erst dann gesellschaftlich und auch ethisch vertretbar sind, wenn sie sicherer sind als der Mensch. Anders, wir hatten es vorhin von begrabenen Projekten, werden diese Systeme nicht am Markt skalieren können. Wir sehen es in den USA. Sie haben es vorhin eingangs gesagt, ne, alle schrecken dann auf einmal zurück und dann findet das auch keine Akzeptanz mehr. Rein technisch betrachtet können diese Systeme das, zumindest unseres, so nicht, weil wir zwei unterschiedliche Blöcke sozusagen haben in der Software. Wir haben einmal unser Hirn, sage ich mal, das die Fahraufgabe übernimmt und sich eben an die Straßenregeln hält und sozusagen, ne, auf der Perzeptionsebene, nennen wir das, mit der Sensorik sieht, ich muss da lang, ich navigiere, ich muss rechts abbiegen und so weiter. Und dann haben wir noch einen Block, der unsere Sicherheitskomponente ist. Der funktioniert regelbasiert und also nicht mit einer KI gesteuert. Der kann keine Bilder annotieren oder irgendwas. Und der überschreibt immer die Fahraufgabe, wenn er ein Objekt erkennt, egal welches Objekt. Er erkennt nur, da ist ein Objekt. Ich weiß nicht, ob das ein Stuhl oder eine Oma ist. Rechnet den Bremsweg aus, wenn man so will, und bremst. Und überschreibt die Fahraufgabe, selbst wenn die Fahraufgabe sagen würde, eigentlich müsstest du jetzt rechts abbiegen. So, und dieses System wird, und jetzt sind wir wieder bei der Regulatorik, von einer Prüforganisation, von einem TÜV,
abgenommen, muss funktional sicher sein, es muss immer funktionieren wie ein Airbag, der aufgehen muss, wenn ich einen Unfall habe. Und nur dann darf dieses Fahrzeug zugelassen werden. Und deshalb sagte ich auch vorhin, wir sind regulatorisch besser, deutlich besser aufgestellt als die USA. Weil in den USA darf ich das einfach hinstellen und sagen, fahr halt. Ob du jetzt immer umfährst oder nicht, keine Ahnung, machen wir danach eine Liability-Klage und dann musst du halt ein paar Millionen zahlen. Das ist in Deutschland überhaupt nicht möglich. Also ich durfte mein Fahrzeug gar nicht auf die Straße bringen, wenn ich nicht nachweise, dass es funktional sicher ist und so nicht funktioniert. Das heißt, es ist für dich auch ähnlich wie bei Malte theoretisch interessant, praktisch nicht relevant in dem, was ihr Solange tut. Wir uns im Level-4-Bereich bewegen, ist es nicht interessant. Also nicht unmittelbar für die Praxis relevant. Mhm. Ja, bitte, das Mikrofon kommt. Gibt es weitere Fragen? Nutze ich die Gelegenheit? Direkt dazu möchte ich noch mal fragen. Alles prima. Ich finde es hochinteressant, was Sie erzählen und habe ganz großes Vertrauen, dass es alles gut ist. Nun leben wir ja nun nicht in einer Welt, wo wir nur mit netten Menschen zu tun haben. Das heißt, es gibt diese digitalen Systeme, bergen ja in sich die Gefahr, dass entweder Spaßvögel, die mal gucken wollen, ob sie da irgendwas machen können, dazwischen gerätschen oder eben auch Systeme systematisch versucht werden zu knacken. Die Frage an Sie, inwieweit spielt Cyberkriminalität oder mögliche Cyberkriminalität, wird ihm von Anfang an mitgedacht? Martin, vielleicht ist das eine Frage für dich. Du hast ja vorhin auch deutsche Kommunen genannt, die dann in geschlossenen Systemen entsprechende Fahrdienstleistungen anbieten. Rüsten die dann auch mit ihrer IT-Sicherheit im gleichen Maße auf? Also auf jeden Fall. Also gerade die Steuerungssysteme werden natürlich ganz, ganz massiv betrachtet und da achten wir schon drauf, dass da die möglichst höchste IT-Sicherheit mit dabei ist. Aber wir sehen ja auch, dass IT-Sicherheit mitwachsen muss und dass natürlich immer irgendwo in einem technischen System das Risiko besteht, dass ein Fehler passiert, ob der jetzt gewünscht eingesteuert wird oder durch einen anderen Fehler passiert. Das kann natürlich passieren. Ich sage mal so, wir müssen eben gucken, dass das System Rückfallebenen reinfällt, dass wenn man merkt, es gibt dort irgendwelche Situationen, die nicht gewollt sind vom System, muss das Fahrzeug sich selbst stoppen und ausschalten, dass eben ja, da möglichst wenig passieren kann. Also das Risiko wird immer bei Technik da sein, ja, aber es wird ganz klar bewertet, dass man hier gegensteuern muss und versucht eben den Zugriff von außen möglichst gering zu halten. Wie geht ihr davor, Nathalie, um das zu gewährleisten, dass da Spaßvögel oder Terroristen die Finger, ja, wenn sie schon nicht von lassen, zumindest nicht erfolgreich dran rumfummeln? Also erstens, indem wir tatsächlich diese Systeme voneinander trennen, ne? Also alles, was Sicherheit und das andere, was Fahraufgabe ist und diese, wie Martin gerade sagte, Rückfallebenen auch einbauen, ne? Also wir haben verschiedene Redundanzen, nennt man das in unseren Systemen, wo man dann, wenn das eine System angegriffen wird oder auch ausfällt, weil, keine Ahnung, irgendeine Sicherung abraucht oder so, kann ja auch sein, dann die zweite Rückfallebene greift sozusagen und die dann das System in einen, das nennen wir einen risikominimalen Zustand bringt. Ist risikominimaler Zustand, hält an? Richtig. Ja, hält an, okay. Fährt zur Seite und wartet auf weitere Anweisungen durch die beispielsweise technische Aufsicht. Wenn ich aber jetzt mit großer krimineller Energie und entsprechenden IT-Kenntnissen gesegnet bin, kann ich das ja vielleicht überschreiben, umprogrammieren, umfunktionieren? Ja, also da bin ich, jein, also da bin ich auch zu wenig Cyber-Security-Expertin jetzt dafür, um zu sagen, wie viel Kenntnisse ich dann tatsächlich dafür brauche, um verschiedene Redundanzen auch nochmal außer Kraft zu setzen. Aber ne, es gibt auch, also wir agieren auch in einem Cloud-Edge-System zum Beispiel, ne, wo manche Sachen in der Cloud passieren und errechnet werden, weil wir gar nicht so viel Computing-Power zum Beispiel im Fahrzeug haben. Andere passieren dann aber im Fahrzeug und die Sicherheitsrelevanten sind im Fahrzeug und die sind deutlich schwieriger zu hacken als die, die in der Cloud, weil die gar nicht mit dem Internet verbunden sind. Mhm. Also kann ich die, wenn ich nicht an die Hardware rangehe und mich da irgendwo... kann ich die gar nicht hacken, weil die nicht mit dem Internet verbunden sind. Ich würde auch mal ergänzen, wie Nathalie das auch schon sagte, wir haben ja da auch einen Zulassungsprozess, der dahinter steht. Das heißt, diese Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren geprüft vorab. Ne? Und wirklich nur Fahrzeuge auf die Straße gelassen, die eben auch sicher sind. Das
beinhaltet natürlich auch eben diese Frage Cybersecurity. Und die Automobilindustrie stellt sich jetzt natürlich auch gerade schon darauf ein, weil wir ja natürlich auch im Pkw mittlerweile sehr viele Systeme haben, die theoretisch angreifbar sind. Also Software spielt eine immer größere Rolle bei eben auch Pkw, jetzt nicht nur bei autonomen Fahrzeugen, sondern bei denen, die man jetzt auch im Autohaus aktuell kaufen kann. Und insofern ist das ein Riesenthema, was total auf dem Schirm ist bei den Herstellern und bei den Entwicklern und auch eben bei denjenigen, die dann am Ende dafür verantwortlich sind, solche Fahrzeuge auch zuzulassen. Und ich fand die Frage aber trotzdem auch sehr, sehr gut. Wir hatten in dem Vorgängerprojekt von KISSEM, wo wir mit den drei automatisierten Shuttles in Tegel unterwegs waren, haben wir eine Bürgerkonferenz veranstaltet. Und da wurde von Bürgerinnen und Bürgern ein Gutachten eben geschrieben, was alles beachtet werden muss. Und da stand nämlich Cybersecurity auch mit drin. Und deswegen habe ich eben so gedacht, ach Mensch, die Dame hätte zum Beispiel auch Teil unserer Gründe sein können, weil genau das eben auch ein wichtiges Thema war. Da wurde ganz klar gesagt, von der Gesellschaft, von den Menschen, die da mitgearbeitet haben, autonomes Fahren muss einhergehen mit einer sicheren Software. Und das muss von vornherein mitgedacht werden. Und das ist auch das, was wir natürlich dann in der Politik, der Gesellschaft, den Herstellern und Entwicklern mitgeben, dass das eben auch passiert. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, weil es eben kein Thema ist, was vergessen wird, sondern was natürlich auch wichtig ist, um dann Akzeptanz zu erzeugen in der Gesellschaft bei den Menschen. Und dass es eben dann auch ein sicheres Gefühl gibt, da mitzufahren. Und dass das dann, wie gesagt, Cybersecurity auf jeden Fall Haken dran. Also damit beschäftigen wir uns. Das ansonsten denke ich nur gerade, dann hat man vielleicht hier und da Fahrpersonal eingespart, aber dann hat man die Fachkräftelücke bei den IT-Security-Leuten. Ne? Also die müssen ja auch im selben Maße mit aufwachsen. Absolut. Das sehen wir jetzt ja auch gerade in der Automobilindustrie, dass Software eben ein wichtiges Thema ist und dass mittlerweile da vor allen Dingen die Leute gesucht werden. Es sind gar nicht mehr die Menschen vielleicht am Ende, die am Fließband stehen und das Fahrzeug zusammenbauen. Da ist ja auch schon viel automatisiert worden, jetzt vielleicht in einem anderen Bereich, als über den wir gerade diskutiert haben. Aber auf jeden Fall. Also Mobilität und Daten und Software, das geht mittlerweile Hand in Hand. Und da wird es auch in Zukunft viele, viele Jobs geben, auch viele neue Jobs, die geschaffen werden. Und insofern, die Fachkräfte der Zukunft werden auf jeden Fall auch da eingesetzt werden. Nathalie hatte ja eingangs gesagt, dass wir regulatorisch ganz gut dastehen, also da zumindest keine Rechtsunsicherheiten sind und eigentlich das Spielfeld bereitet, um zu gucken, was geht, um Sachen zu entwickeln und zu prüfen, was die bringen. Wie ist es denn um die deutsche Wirtschaft, um daraus nochmal eine Frage zu machen, bestellt? Ist die, also Elektromobilität wurde ja tatsächlich de facto verpennt und so wie für mich dieser Abend aussieht, hängt das autonome Fahren ja sozusagen als zweite Zündungsstufe da hinten dran. Wie leistungsfähig ist da die deutsche Industrie, um die entsprechenden Komponenten zu bauen, um die Software zu programmieren etc. pp.? Also ich finde, im Zulieferbereich haben wir sehr kompetente Industrie in Deutschland, ob das Elektromobilität ist oder auch autonomes Fahren. Dort wird weltweit Komponenten geliefert in die Bereiche rein. Und wenn ich jetzt nochmal auf den Elektrobus gehe, muss ich sagen, sind wir deutschlandweit sehr, sehr gut aufgestellt. Im Pkw will ich mich jetzt nicht so äußern, aber beim Bus sind wir wirklich führend, haben seit 10 Jahren mit der Industrie zusammengearbeitet und könnten jetzt wirklich einen Rollout durchstarten. Ob das der Bus, die Infrastruktur, die Software ist, das läuft eigentlich alles. Wir haben gute Industrie, die eben, wie gesagt, Komponenten, Sensoren liefert, Radarsysteme. Das ist alles vorhanden. Wir müssen natürlich jetzt zum Schluss dieses Zusammenbauen hinbekommen. Wir müssen OEMs finden, die diese Verantwortung übernehmen. Was sind denn OEMs? Achso, Entschuldigung, die Automobilhersteller, die Fahrzeuge dann final verkaufen und zusammenbauen. Und wir brauchen im Prinzip mehr KI in dem System. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland noch uns intensiver aufstellen, dass wir diese Steuerungseinheiten besser machen können als möglicherweise mit amerikanischer Firma, die da führend sind. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber eine letzte Frage würde ich gerne auch an euch alle drei richten, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das Jahr ist jung, Urlaube wollen geplant werden. So ein paar Beispiele oder, sage ich mal, Reiseempfehlungen waren ja hier heute Abend schon zu hören. Aber wenn ihr sehen wollt, wie es laufen könnte in Deutschland, in Berlin oder da, wo ihr lebt, wo würdet ihr sagen, fahrt da mal hin? Wo geht ihr hin, um euch inspirieren zu lassen? Wo fährst du gern U-Bahn? Auch U-Bahn und ÖPNV fahre ich eigentlich gerne überall auf der Welt. Das ist ja unterschiedlich und da kann man immer was lernen. Jeder macht es anders und ich finde gerade, der Unterschied macht es spannend. Autonomes Fahren ist sicherlich in Amerika im Moment sehr spannend, weil die am mutigsten sind. Aber wir haben auch in Deutschland spannende Projekte, ob das in Frankfurt, in Monheim und in Hamburg und in Berlin ist. Da können wir uns viele Sachen angucken, die inspirierend sind.
Was ist es bei dir, Nathalie? Reisetipp? Ja, ich weiß nicht, ob es genau dieses Jahr schon der Fall sein wird, aber ich möchte mir dieses 15-Minuten-Konzept von Paris gerne mal anschauen und ob es wirklich aufgeht. Die 15-Minuten-Stadt. Mhm. Richtig. Und bei dir, Malte? Naja, als Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung muss ich natürlich auch so ein bisschen Werbung für den Standort machen. Das heißt, auch in den kommenden Jahren wird es in Berlin da weitere spannende Entwicklungen geben. Das heißt, Menschen können wir ja auch gerne... Wir sprachen von diesem Sommer. ...nach Berlin kommen. Okay. Diesen Sommer, nein, auf jeden Fall fände ich spannend, wenn ich an so On-Demand-Systeme denke, von denen wir heute schon gesprochen haben, Hamburg mit einem Hersteller, die dort das schon sehr flächig ausgebaut haben, das System, also Rufbussystem sozusagen, das kann man per App bestellen. Finde ich spannend, von A nach B damit zu fahren, habe ich auch schon öfter ausprobiert und kann ich nur mal empfehlen, das einfach mal zu testen. Also es ist wirklich cool und ich kann mir vorstellen, dass das auch in weiteren Städten demnächst noch ausgerollt wird. Vielen Dank für die Tipps und vielen Dank für die Expertise davor und für die Stunde Gespräch mit euch. Ihr wisst ja jetzt, was ihr zu tun habt und wo ihr hinzufahren habt dieses Jahr. Vielen Dank euch fürs Kommen und für eure Fragen und kommt gut nach Hause, wie auch immer ihr unterwegs seid. Bis nächsten Monat. Tschüss. Danke. Dankeschön.